Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Sam und Max Hit the Road im Original. So, nachdem mir das letzte Spiel ja abgeschmiert ist, einfach nur weil mir ein Programm dir sagen wollte, hey, ich möchte jetzt gerne ausgeführt werden. Und sich dann das Bild nicht mehr aktualisierte, wo ich einen ziemlichen Hals hatte, musste ich alles nochmal nachspielen bis hierher, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Und ich hoffe, dass ich alles wieder so hingekriegt habe, auch von den Dialogen her, wie wir es brauchen. Also ich habe nur die nötigsten Dialoge gemacht. Schau mal. Adjektive wie groß und gewaltig. Ja, das haben wir schon. Fangen erst an, dieses Ding zu beschreiben. Ich glaube, blödsinnig und albern wären sinnvolle Zusätze. Und wir dürfen grotesk nicht vergessen. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt die Kordel hier untersuchen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Und zwar, jetzt grabbeln wir mal. Wir haben jetzt nämlich eine Hand. Wir haben eine Zange. Und wir haben einen Magneten. Und die benutzen wir doch jetzt einfach mal. Ja, wir können uns das Ganze auch mal angucken. Es ist eine kaputte Golfballzange mit einem Magneten dran. Genau. Und dieses Ding rammen wir jetzt mal ins Wohlknäuel. Nun, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Genau, jetzt haben wir nämlich einen Ring. Hä? Wozu brauchen wir einen Ring? Kommen wir später noch zu, aber ich habe keinen Bock, hier zwei, dreimal zu rennen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Gut, dann sind wir hier nämlich soweit eigentlich fertig. Und dann latschen wir mal zurück zum Auto und fahren mal zu dem Strudel. An diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Ja, das ist hier schreckliche Musik. Mein Gott, ein besessenes Plumpsklo. Das wäre nicht passiert, wenn sie fest installierte Toiletten gehabt hätten. Ja, und ich möchte auch nicht wissen, wie die ganze... Nun ja, da ist ein Loch unten, ne? Tja, wer weiß schon, warum diese leblosen Gegenstände diese infernale Polka tanzen? Ich weiß es, ich weiß es. Ich glaube, sie werden von Riesenmagneten unter der Erdkruste kontrolliert. Du bist ein ignoranter Wicht, Max. Oh, schnell weg hier. Kann man hier noch angucken? Ja, hier kann man noch was gucken. Der geheimnisvolle Wirbel. Los, Rinder. So, wie ihr seht, Spaß mit Bildern, alles lustige Dinge, die so gar nicht funktionieren. Und tatsächlich, damit man hier durch die einzelnen Türen kommt, braucht man eine gewisse Größe. Wenn ich jetzt mich nämlich hier hinstelle und ich möchte jetzt einfach mal durch diese Tür hier. Da passe ich niemals durch. Na? Oder bei der Tür? Da passe ich niemals durch. Spiel's nie wieder, Sam. Ah, das kannst du doch von da sehen. Das ist eine kleine Tür. Das ist eine sehr kleine Tür. Es ist ein automatisches Piano. Ach, ein automatisches. Eine Billardkugel. So, was haben wir hier? Noch ein Bild. Ach so, da schwimmen auch noch Sachen durch.
Das ist ein Spiegel. Kleine App ist ein Spiegel. Das ist das Wassers Kehrseite. Genau, jetzt stehen wir nämlich unter dem Wasser. Das ist eine große Tür. Das ist eine große Tür. Okay. Gehen wir mal hier hinten durch. Nix! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Drunter geben. Was auch immer. Ja, hier steht einiges auf dem Kopf. Es ist noch ein Büschel Yeti-Haar. Meine Hasensinne sagen mir, dass das nicht Brunos Haar ist. Oder dass ich verliebt bin. Aha. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Yeti. Museumsgeschenke-Boutique. Wozu ist das gut? Diese spezielle Zelle ist gefüllt mit den magischen, mystischen Mysterien des Universums. Sag das dreimal schnell hintereinander. Lieber nicht. Hier ist das Tentakel? Sieht irgendwie so aus. Sieht aus, als ob ihr das ganze Blut schon vor Jahren zu Kopf gestiegen wäre. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Weil das hier gerade auf dem Kopf stand. Ich fühle mich, als ob mein Sinn für die Realität gerade explodiert ist. Versuch, weniger Cholesterin zu dir zu nehmen. Fühlst du dich mental auch so unstabil wie ich? Sogar noch mehr. Das verschwindet in ein paar Minuten. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Hm. Wirbelsäulen dehnen. Cool. Nicht knacken, dehnen, Max. Großer und wichtiger Unterschied. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm speiübel und er verschwand. Hihi. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das Gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Also Plöppel sind diese Stöpsel unten, weil diese Schneekugel ja leer ist. Ja, mehr können wir jetzt hier momentan nicht machen. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. So, dann gehen wir mal wieder raus. Und wir können hier durch den Spiegel treten. Ist das nicht toll? Das ist ein Spiegel.
Okay, wir müssen ihn benutzen. Ich sagte doch, dass dieser Platz von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert würde. Pure Vermutung. So, und jetzt wird es hier ein wenig knifflig. Und zwar, momentan haben wir ja hier noch normale Farbe. Und wir haben hier in Summe 3 Magneten. Einen gelben. Einen so gelber Hebel, ja. Einen blauen, blauer Hebel und einen roten, roter Hebel. So, jetzt fangen wir einfach mal mit dem gelben an. So, weil jetzt, wo der Gelbe aktiviert ist, sind wir nämlich in der Lage, diese Tür zu öffnen, weil wir jetzt nämlich die passende Größe haben. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, machen wir das dann mit den anderen Türen genauso. Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. So, da ist schon mal nichts hinter. Das müsste orange sein. Orange dürfte sich ergeben aus Rot und Gelb. Das heißt, wir benutzen jetzt mal noch den roten Hebel hier. Dürften jetzt auch eigentlich in der Lage sein, die hintere Tür aufzumachen? Hoffe ich. Oder war es die hier? Haben wir gleich. Was war das? Ein Jack? Ein Eiswesen von Hoth? Ich mutiere zu einer denkfähigen Kugel. Lass uns schnellstmöglich verschwinden, bevor wir unsere leiblichen Körper für immer verlieren. Aha. Gut, das hat ja mal hervorragend funktioniert, nämlich gar nicht. Nee, halt, stopp. Können wir die Tür jetzt zufälligerweise auch öffnen, weil die Farbe sieht irgendwie identisch aus? Ja, sehr schön. Ha! Wer seid ihr? Ich bin Sam, er ist Max. Wir jagen Gesindel. Und wir sind äußerst erfolgreich. Das ist cool. Ich bin Shavul. Was wollt ihr von mir? Sam, sieh nur! Das nenne ich mal eine anständige Wasserflasche. Wir brauchen deine Hilfe. Hilfe ist mein zweiter Vorname. Oder was, Sternenkind? Dark bestellt schöne Grüße. Diese spirituelle Platzverschwendung? Ich wette, er verbringt immer noch die meiste Zeit vor der Glotze und sieht sich dämliche Wiederholungen an. Dafür hat er aber keine Brille. Ja, aber mittlerweile hat er Kabel. 1, 2, 3. Worum kämpfen wir? Schon gut. Was weißt du über Bruno? Bruno der Yeti? Warum fragt das eigentlich jeder zuerst? Das mit Bruno und mir ist eine lange Geschichte. Ich fühlte mich schon immer mit Yetis verbunden. Mir geht das so mit Zuckerstangen. Psst. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr an Bruno gedacht. Gib mir einen Augenblick, um mich mental mit ihm in Verbindung zu setzen.
Wenn das sein muss. Wartet, ich empfange was. Ich sehe den Froschfelsen zwischen dem unerklärlichen Tal der Lichter und Mount Bedridge. Wartet, Bruno ist in Schwierigkeiten. Es ist, als ob unzählige Stimmen in Pein schreien und mit einem Mal völlig verstummen. Es tut mir leid, aber ich bekomme kein klares Bild von Bruno. Die traurige Wahrheit ist die, dass ich unfähig bin, mich richtig zu konzentrieren, seit ich meinen Stimmungsring im größten Wollknäuel der Welt verlor. Wenn ihr ihn findet, kann ich euch vielleicht weiterhelfen. Was für ein Zufall. Ist das dein Ring? Cool, Mann. Habt ihr den Froschfelsen schon gefunden? Nein, aber selbst wenn, wüsste ich nicht, wie uns das Bruno näher bringt. Den Froschfelsen zu finden ist erst der Anfang, Mann. Wenn ihr beim Froschfelsen seid, braucht ihr 3 Haarbüschel. Haarbüschel? Ja, Mann. Yeti-Haarbüschel. Ihr wisst schon, Fell und so ein Kram. 3 davon. Verschmiert sie über den Froschfelsen. Das Fell über den Felsen verteilen. Hab ich. Lass uns gehen, Max. Wartet. Ihr braucht außerdem das magische Maulwurfmannpulver. Das ist doch ein Witz. Kein Witz, Mann. Hier, ich gebe euch etwas davon. Kein Witz, nur Pulver. Das ist für euch. Benetzt das auf den Froschfelsen verschmierte Fell mit dem magischen Maulwurfmannpulver. Und was passiert dann? Etwas Wunderbares. Danke. Lass uns gehen, Max. So, mehr können wir hier auch nicht machen. Jetzt können wir Zoe sehen und noch durch die rote Tür. Mach schneller, Max. So, das heißt rot, dann müssen wir das Gelb einfach nur ausschalten. Blau haben wir gar nicht gebraucht, das ist schön. Es ist ein Wald aus Schuhbäumen. Ich habe Angst, Sam. Lass uns abhauen. Ja, und das tun wir jetzt auch. Wir sind nämlich fertig. Ach, diese Musik. Toll. Wie das Wasser hier so den Felsen langläuft. Das haben sie übrigens schön gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones 4 mit der Lava. Und auch bei dem Wasserfall. Da hatten sie auch so schön animiertes Wasser. Das war schon echt cool. So. Einmal hier zurück. Jetzt wissen wir, wo wir gucken müssen. Nach dem Felsen zwischen dem Tal und den Reifen. Leg einen Zahn zu, Max. So, latsch zu, Freund. Und jetzt glotz hier mal durch. So. Zwischen irgendeinem Tal und dem Reifen. Dem Reifenberg. Nun, dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Das brauchen wir nicht.
Ein Felsen. Der größte Baumstumpf der Welt. Ein Felsen. Ein Felsen. Mount Bedridge. Mount Bedridge. Okay, das ist Mount Bedridge. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. Pling. Und da ist er. Escape. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Froschige Angelegenheit. So, lass mich nur noch mal schnell hier speichern. Nur für den Fall, dass mein Rechner wieder der Meinung ist, hey, ich möchte mal wieder dir die Aufnahme versauen. Einmal zurück und jetzt fahren wir zum Froschfelsen. Ach, guck mal, gehen geht auch so. Da muss man jetzt nicht zwangsläufig auf gehen wechseln. Das ist ja schön. Wieder was dazugelernt. So, auf zum Froschfelsen. Das sieht nicht gerade wie ein Frosch aus. Mein Glaube an das Gute ist durch diese unverschämte Touristenfalle erschüttert worden. Ich will mein Geld zurück. Wir haben aber nichts bezahlt. Egal, es sollte mir aber besser jemand Geld geben. Froschfelsen. So, mehr ist ja hier auch nicht. Das heißt, wir benutzen jetzt... Wir haben ja dreimal Büschelhaar. Zack. Mit Felsen. Das ist unheimlich, Sam. Quatsch. Das ist unheimlich, Sam. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal unheimlich, Max. Ach, jetzt hält er die Klappe. Ah. So, dann haben wir hier das Frosch, also das magische Maulwurfpulver. Nun? Abwarten. Er hat Platte aktiviert. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Go to Bumpusville. Es bedeutet etwas, Sam. Bumpusville. Na, gehe nach Bumpusville. Und das machen wir jetzt auch.
Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. So, können wir hier was angucken? Ich frage mich, ob Conroy Mitglied im Good Sam Club ist. Bumpersville. Ein Wunschbrunnen. Ich wünschte, ich hätte die absolute Macht über Leben und Tod. Dazu bräuchten wir wohl einen größeren Brunnen. Aber den können wir benutzen. Es ist üblich, Geld da reinzuwerfen. Achso, ja, dann machen wir das doch. Haben wir genug? Ich wünschte, dieses Spiel wäre schon zu Ende. Das Ende. Stopp! Komm zurück! Dieser Brunnen nimmt wohl alles sehr wörtlich. Und das können wir nochmal machen. Ich wünschte, ich wüsste, was Max gerade denkt. Das war Geldverschwendung. Ja. Nee, da schmeiß ich kein Geld mehr rein. Ich finde das witzig. Ich finde das einfach richtig witzig. So, jetzt sind wir hier drin. Hier gibt's viel anzugucken. Mensch, hey Max, sieh dir das mal an. Es ist betitelt mit Ich, ich selbst und wieder ich. Hey, du hast lesen gelernt. Me, myself and I. Conroys erstes 8-Track-Band. Oder an die Toilette der Liebe. Das ist die goldene für Bumpus. Der Himmel ist wie Texas, nur dass es dort kein Texas gibt. Das ist Conroys Platin-Scheibe für Lass uns Bier trinken und auf Sachen schießen. Es ist die goldene Schallplatte für Conroys Hit, mit dem er den Durchbruch schaffte. Zweifäustiger, biertrinkender, pistolenschwingender, schnelllebender Country-Western-Liverpooler. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Schaut euch nur überall in der Villa um, aber um Piets Willen fasst ja nichts an. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen in Bumpusville. Es ist eine goldene Schallplatte für Conroys Mega-Hit. Romantische Unfallflucht auf der Route 66. Oh, einmal Platin für Conroys Klassiker. Lächle, wenn du das sagst, du Rock'n'Roll-Wicht. Bumpus goldene Scheibe für Daddy tanzt auf seinem eigenen Grab. Es ist kaum zu glauben, dass diese Platte ein Millionenerfolg wurde. Schnupftabak bloß. Ja, nun geh doch mal da durch, Sam. Das ist Conroys etwas doofer Handlanger, Lee Harvey. Oswald. Kenne ich dich nicht? Keine Ahnung. Warst du mal im Pensacola-Zeltlager für schwer erziehbare Kinder? Nein. Nun, dort habe ich fast die ganzen letzten 10 Jahre verbracht. Also wüsste ich nicht, woher wir uns kennen sollten. Du bist wirklich der geborene Angestellte. Jo, das bin ich. Gegoren. Und Stotruf. Wir schauen uns selber mal so ein bisschen um. Brauchst nicht aufzustehen. Fein. Wie ist dieser Conroy Bumpus wirklich? Hat er irgendwelche unergründete finstere Geheimnisse, die wir für viel Geld veräußern könnten? Hey, erweist Mr. Bumpus mal ein bisschen mehr Respekt. Er hat mich aus dem Jugendlager geholt, bezahlt mich äußerst großzügig mit $4.75 pro Stunde, brachte mir bei, Swahili zu sprechen, spendete ein Gorillaherz für die Operation meiner Schwester und außerdem singt er ganz passabel. Wie kann man nur so standhaft bleiben und für jemanden arbeiten, der so harmlose Bestien wie Bruno den Yeti drangsaliert? Ich glaube, das liegt an meinen schweren Stiefeln. Er hat dich eiskalt erwischt, Sam.
Hast du keine Zweifel an deiner Aufgabe, wenn du so harmlose Missgeburten wie Trixie jagst? Ich hatte, aber dann schluckte ich ein paar Aspirin. Aha. Wofür ist diese Virtual Reality Anlage gut? So wie ich das verstanden habe, benutzt Mr. Bumpus ein ausgeklügeltes Virtual Reality Szenario in Verbindung mit dem Sicherheitssystem der Villa. Das ist ja teuflisch. Der Teufel, der Teufel! Yo, manchmal lässt Mr. Bumpus mich mit der Anlage spielen und ich denke dann, ich wäre 100 Meter groß und alle anderen sind nur Ameisen und ich zerquetsche und zerquetsche und zer... Wir können uns ein Bild davon machen. Bleib sauber, Junge. Ja, und ihr bleibt natürlich diesem Kanal treu, denn dieses Video ist schon mal wieder an seinem Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten gleich wieder. Also, tschüss.